Was für eine Drohung. Ja, Tychus war Dutzend Stunden dabei beschäftigt, seine Rüstung anzulegen. Haben wir ja gesehen, ne? Ja, und genau. Dutzend Schrauben drin. So. Ne? Ja, das Problem wollte ist, er sagen. Wie willst du mit solchen klobigen Händen eigentlich so eine hübsche Zeichnung da auf dem Arm kriegen, ne? Oder so eine hübsche Zahl oder so? Das hat er tätowieren lassen. Tätowieren. Komm, klick mal auf die Waffe. Geht nicht. Schade, dann machen wir weiter, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht, wollen wir eine Aufnahmepause dafür machen? Ja, also machen wir Aufnahmepause und machen. Machen wir Minecraft, ne? Das Minecraft ist kein Gesurf, Minecraft ist ein Spiel. Von wem denn? Von Tychus. Tychus war's. Tychus, immer auf Tychus. Genau. Er war's. Hier, ich steche dich mit dem Fragezeichen vom Teil hier. Gau. Stört ihn auch bestimmt. Das ist ein Zerg im Hintergrund hier. Der Kopf. Der Kopf mit Lichtern drin. In den Augen. Cool, mit LEDs. Finde ich echt geil hier an den Mund. Ja, können wir uns hier auch eine Flasche nicht trinken. Ich würde sagen, machen wir Aufnahmepause, ne? Ja, habe ich vorgeschlagen. So, und damit. Obwohl, kannst du erstmal speichern jetzt hier vielleicht oder sowas? Das ist, glaube ich. Warte, okay, drück auf Speichern. Campaign. Wings of Limit, nenn es mal hier. Das spackt gerade mal. Er spackt. Haha. Smira LP1. Wieso machen wir noch ein zweites? Ne, du wirst die Speicherstände wahrscheinlich nicht alle überschreiben, oder? Oder willst du es immer überschreiben? Ja, würde ich okay, sagen. Okay, dann wieso nicht? Wie du meinst! Oder hast du da was gegen, oder? Nö, aber. Versicherung, nö. Falls da was kaputt ja, geht oder so? Nein, ja, genau. So, und damit verabschieden wir uns herzlich. Bis denn. Ja? Jetzt schon? Okay, Tschüss. 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 Raus. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Was? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein komisches. Ach, StarCraft. Hier steht das auch. StarCraft. Wir sind Rang 25, was? Oh, da hast du aber ein bisschen gecheatet, würde ich sagen. Nein, hab ich nicht. Ich habe auch nicht weitergespielt. Ja. Ja, warum starten wir eigentlich in dem hier? Weiß ich nicht, fang einfach an. Okay. Gut, nochmal fortfahren. Es ladet er wieder so schön. Mit einem er ladet nicht, er lädt. Schön Bild. Und schön Daten Zigaretten und hier so. Full irgendwas. Da ist ein Schwert drauf. Nein, Drache. Ein Drache. Ein Drache. Krieger kämpfen auf dem Berg. Erbraschgemälde. Ja, das fragen jetzt so 15% der Leute. So, wir behalten jetzt hier eine Bar. Nicht zu laut, zickzack, wieder so wieder halt. Aber so denke ich mal, okay. Und, wir hatten uns letzte Folge schon alles angeguckt. Ich denke, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich würde die Fernsehsender mal besser. Okay, mach mal. Okay, mach mal. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korall. Wir haben eine brandaktuelle Einmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frisch Mut. Danke, Kate. Wir machen die Nachricht. Das war das Beste. Jim Rayner terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Ja, verbreite ruhig weiter deine Lügenkumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Ach, wie hart. Na, wie ist es jetzt? Adjutant, sag was? Dank ihres Einsatzes ist Masara jetzt Schauplatz einer offenen Revolte gegen Arcturus Mexk. Laut Aussage des ehemaligen Sträflings Tychus Findlay ist die Liga nach Masara gekommen, um ein außerirdisches Artefakt zu bergen. Die Aneignung dieses Artefaktes dürfte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Der Verkauf an Tychus Findlays mysteriöse Kontakte sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Sehr interessant. Immer gut zu wissen. Genau. Wie ihr nochmal sehen könnt, hier oben ist unsere Belohnung in Credits. Das wird später auch noch ein bisschen was zu bedeuten haben. Das weißt du vielleicht noch nicht. Aber schon. Boah, das ist ja wirklich. Und hier ist nochmal unser Ziel.
Ja, wollten sie das Xel'Naga-Artefakt? Artefakt. Und wir haben da unten eine Einheit. Genau, eine Unterstützungseinheit, halt in der Nähe befindliche Einheiten. Biologische Einheiten, weil natürlich Maschinen können nicht schlecht heilen. Das ist logisch. Naja. Auch genannt Sanitäter. Ach so. Was ist der Mars im Hintergrund? Nein, das ist Xel'Naga. Ich laber zu viel Scheiße, wir drücken auf Start, ne? Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Finde ich gut. Verarbeiten wir sie zu Kleinholz und hauen wir das Ding da raus. Ihr Fortschritt wird an bestimmten Stellen in jeder Mission automatisch gespeichert. Wenn sie in Schwierigkeiten geraten, können sie ein gespeichertes Spiel laden und eine andere Taktik ausprobieren. Ist auch feige. Oh nee, es geht nicht, mach was anderes. Ja, stimmt. Ja, ja. Es kann sein, dass ihr vielleicht jetzt im Hintergrund ein bisschen Musik hört. Oder? Ist das Rammstein? Ja, natürlich. Das klingt nämlich oder mein Bruder, oder mein Vater, oder meine Mutter. Weiß ja. Auf jeden Fall lädt er jetzt wieder so schön. Die Gesetzlose. Beliebige. Okay, wir lesen die mal. Wow, Eigenerschreck! Zerstören sich die Basis der Liga. Ja, ich würde sagen. Commander, weitere Tutorials liegen für Sie bereit. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns die mal angucken würden, weil ich noch keine Ahnung habe, worum es geht. Das ist total einfach, aber was weiß. Tutorials, klicken Sie auf den Reiter Tutorials im Hilfemenü F12. F12, Beep! Oh, Aufnahme aus. Schade. Tutorial. Guck mal, jetzt hast du oben das Dings ausgeblendet. Na super. Das hat toll gemacht. Machen wir wieder F12. Nein. Erstmal hier. Ja, was, wenn jetzt gleich die Aufnahme aus ist? Dann hast du aber hier, ne, großes. Hä, ist doch noch an. Hier, guck. Das hast du geändert. Ach so, alles klar. Um neue terranische Gebäude zu bauen, wählen Sie zuerst mittels Linksklick ein WWF aus. Linksklicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Gebäude bauen in der unteren rechten Ecke. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Gebäude, das Sie bauen möchten. Ein weiterer Linksklick auf den Boden befiehlt dann dem WWF, das neue Gebäude dort zu platzieren. WWF, das ist die Wasserbusförderung. Genau. Richtig. Gucken wir mal das nächste Video. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Bevor Sie eine Einheit auswählen können, müssen Sie erst über die für diese Einheit benötigte Versorgung verfügen. Falls Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie die Einheit nicht auswählen. Um die maximale Anzahl verfügbarer Einheiten zu erhöhen, müssen Sie Versorgungsdepots bauen. Um dies zu tun, wählen Sie ein WBF aus und linksklicken Sie auf die Schaltfläche Gebäude bauen. Mhm. Okay, hab ich jetzt. Linksklicken Sie dann auf Versorgungsdepot bauen und erneut auf einen beliebigen Bauplatz, um es zu platzieren. Sehr komisch. Ich lass das. Ja, wollte gerade sagen, irgendwann ist auch nicht mehr witzig, ne? So schnell wird das normalerweise gebaut. Cheater. Ressourcenabbau, wird alles erklärt. WBFs sind beim Ressourcenabbau unentbehrlich. Nachdem Sie ein WBF ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Mineralienfeld, um mit dem Abbau zu beginnen. Ihr WBF wird damit beginnen, Mineralien abzubauen und diese dann an der nächsten Kommandozentrale abzuliefern. Ihr WBF wird mit dem Abbau fortfahren, bis Sie ihm einen anderen Befehl erteilen. Was ist das für grüne Krater? Kann man die auch abbauen? Ihr Fortschritt wird an bestimmten Stellen in jeder Mission automatisch gespeichert. Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, können Sie ein gespeichertes Spiel laden und eine andere Taktik ausprobieren. Ist auch feige. Oh nee, es geht nicht, mach was anderes. Ja, stimmt. Ja, ja. Es kann sein, dass ihr vielleicht jetzt im Hintergrund ein bisschen Musik hört. Oder? Ist das Rammstein? Ja, natürlich. Das klingt nämlich. Oder mein Bruder, oder mein Vater, oder meine Mutter. Ja. Auf jeden Fall lädt er jetzt wieder so schön. Die Gesetzlose. Beliebige. Okay, wir lesen die mal.
Heigenjaschreck! Zerstören die Basis der Liga. Ja, ich würde sagen. Commander, weitere Tutorials liegen für Sie bereit. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns die mal angucken würden, weil ich noch keine Ahnung habe, worum es geht. Das ist also schon einfach, aber was weiß. Tutorials, klicken Sie auf den Reiter Tutorials im Hilfemenü F12. F12, Beep! Oh, Aufnahme aus. Schade. Tutorial. Guck mal, jetzt hast du oben das Dings ausgeblendet. Na super. Das hat toll gemacht. Machen wir wieder F12. Nein. Erstmal hier. Ja, was, wenn jetzt gleich die Aufnahme aus ist, dann hast du aber hier, ne, großes. Hä, ist doch noch an, hier, guck. Jetzt hast du es geändert, ach so, alles klar. Um neue terranische Gebäude zu bauen, wählen Sie zuerst mittels Linksklick ein WBF aus. Links klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Gebäude bauen in der unteren rechten Ecke. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Gebäude, das Sie bauen möchten. Ein weiterer Linksklick auf den Boden befiehlt dann dem WBF, das neue Gebäude dort zu platzieren. WBF, das ist die Einheit. Wasserbusförderung. Genau. Richtig. Gucken wir mal das nächste Video. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Bevor Sie eine Einheit auswählen können, müssen Sie erst über die für diese Einheit benötigte Versorgung verfügen. Falls Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie die Einheit nicht auswählen. Um die maximale Anzahl verfügbarer Einheiten zu erhöhen, müssen Sie Versorgungsdepots bauen. Um dies zu tun, wählen Sie ein WBF aus und links klicken Sie auf die Schaltfläche Gebäude bauen. Mhm. Okay, hab ich jetzt. Links klicken Sie dann auf Versorgungsdepot bauen und erneut auf einen beliebigen Bauplatz, um es zu platzieren. Sehr komisch. Ich lass das. Ja, wollte gerade sagen, irgendwann ist auch nicht mehr witzig, ne? So schnell wird das normalerweise nicht gebaut. Cheater. Ressourcenabbau, wird alles erklärt. WBFs sind beim Ressourcenabbau unentbehrlich. Nachdem Sie ein WBF ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Mineralienfeld, um mit dem Abbau zu beginnen. Ihr WBF wird damit beginnen, Mineralien abzubauen und diese dann an der nächsten Kommandozentrale abzuliefern. Ihr WBF wird mit dem Abbau fortfahren, bis Sie ihm einen anderen Befehl erteilen. Was ist das für grüne Krater? Kann man die auch abbauen? Das ist Gas. Das kann man auch abbauen. Gut gemacht, Commander. Der Mineralienabbau ist Kernstück jeder terranischen Strategie. Wie zum Beispiel von unserer Atomkraftabbau. Genau. Abbau vor allen Dingen. Da geht es nicht abzubauen. Das kann sich selber abbauen, deswegen schmeißen sie nämlich in Salzstollen. Um neue Einheiten zu erstellen, wählen Sie die Kaserne aus. So erkennen Sie auch gleich, welche Einheiten Sie dort auswählen können. Diese Einheiten werden im Befehlsfeld in der rechten unteren Ecke angezeigt. Links klicken Sie auf die Schaltfläche des Space Marines, um die Kaserne anzuweisen, diese Einheit auszuwählen. Wenn die Einheit fertig ist, wird sie neben der Kaserne erscheinen. Sie können mehrere Einheiten in die Warteschlangen einreihen. So, jetzt klicken Sie dazu ein weiteres Mal auf die Schaltfläche. Jetzt ist aber gut. Sind da jetzt raus. So, wir können auch nochmal gucken, was es hier noch so gibt. Zum Beispiel die Terraner-Einheiten. Was für Einheiten können wir schon mal sehen? BBFs. Einfache Arbeitereinheit baut Ressourcen ab, baut Gebäude und führt Reparaturen durch. Das ist die wichtigste Einheit im gesamten Spiel. Mal ganz abgesehen von Soldaten, Gebäuden und... Ohne den hier kannst du keine Soldaten bauen, also... Ja, stimmt schon. Space Marine hatten wir schon mal. Den hier... Soldaten hatten wir auch schon mal. Hier hat eine Fähigkeit Heilung. Dann heilt sie eine befreundete biologische Einheit. Kann man entweder automatisch machen oder nicht automatisch. Das nennt man dann manuell. Der Helion ist leicht und mechanisch. Helion heißt der, ja, nicht Helion. Das ist ein Doppel-L. Helion! Helion, der Hell-Iron. Eine schnelle Gefechtseinheit verfügt über einen Flammenangriff, der alle feindlichen Einheiten in der Feuerlinie Schaden zufügt. Und dann kommt noch der Bunker. Der Bunker. Verteidigungsgebäude. Kann bis zu vier Infanterieeinheiten beschützen, ja? Einheiten innerhalb des Bunkers erhalten eine Blüte, eine Reichweite auf ihre Angriffe. Bunker können wiederverwertet werden. So wie in Dänemark, ne? Sind stark gegen Space Marine. In Dänemark stehen die auch wiederverwertet. Ja. Man kann Fähigkeiten. Mal dein Bein da weg, das stört. Müssen hier zum Beispiel die Befehle zum Einladen, zum Wiederverwerten und was man noch upgraden kann, Neostrahlrahmen.